sauber. Ich sehe ja nichts. So, ja, guck mal, jetzt sehe ich auch was. So, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Wir haben heute zwei Jungs da, die ihre Mopeten gerne abstimmen würden. Und ich glaube, das wird eine ganz interessante Nummer. Wir haben Quattrini dabei und wir haben Polini dabei. Ein schönes Sprint und eine PX. Und jetzt sagen wir den Jungs mal Bescheid und dann können die sich vorstellen und ein bisschen was erzählen und dann legen wir los. Also, viel Spaß bei dem Video. So, wir haben uns nach drinnen verzogen, weil draußen regnet es mal wieder in Strömen. Von daher, sag kurz, wer du bist, sag kurz, was du hast und dann legen wir los. Jo, hallo, ich bin der Manni, komme aus Neuss. Sprint mit einem Malossi-Gehäuse, 244er Quadrini. Welle? 60er? 62er. 62er Welle? Ja, 62er Welle. Mikuni auf den Anraten, 35er ist drauf. Okay. Ja, oh, hast lassen wir uns mal überraschen, was kommt. Mit Lutz? Okay, alles klar. Mit Bypass, ja, okay, gut. Auspuff? Ist ein Nessie, Porsche Nessie, ein Knalldämpfer. Hast du dein, weißt du deine Steuerzeiten, die du montiert hast? Hast du die so im Kopf? Auch nicht mehr wirklich. Sitzt der Zylinder weit unten oder weit oben? 3 mm unten gespaced. Ja. Ein 2,4, oh, dann habt ihr aber Steuerzeiten reingemacht. Das war eigentlich für die Box geplant. Die Nessie, für die Porsche Box. Ah, dann reden wir schon über 125, dann wird so 128 sein. Ich müsste gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe da irgendwo ein Foto von gemacht, aber das habe ich jetzt wirklich nicht im Schirm. Na ja, gut, aber dann mit dem Auslass knapp um die 30. Vorauslass. Habt ihr gefräst den Auslass? Nee, nee, Auslass nicht. Zylinder unbearbeitet. Zylinder unbearbeitet, okay. Gehäuse ist nur auf den Zylinder angepasst. Sonst nichts. Ja, da müssten im Idealfall schon 35 plus rauskommen. Ja, also die ersten Fahrten waren schon. Ja, ja, das nicht das ohne. Drück dir die Falten aus dem Sack. Ja, gut, okay. Hat Spaß dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hast du irgendwas zum Sprit auffangen dabei? Weil wir müssen den Vergaser das ein oder andere Mal abbauen, mit Sicherheit. Ich glaube, guck ich mal. Ich glaube, die Kiste gut, okay, da, dann fangen wir jetzt mal an. Viel Spaß. Ja. Alles klar. Okay, Respekt. habe ich. Ja, dann gucken wir mal. Ich habe es in einem der anderen Videos schon gesagt, ich habe immer mittlerweile echt Bauchschmerzen, sowas abzustimmen, weil das ist schon sehr, sehr schnell. Und das ist auf so ein bisschen Blech. Also mein Anliegen an dich, fahr vorsichtig und benimm dich damit. Und da ist echt, da ist Kriegspotenzial, wenn das Ding losgeht. Ne? Das, also auch an euch da draußen, wenn ihr diese Motoren fahrt, immer mit Bedacht, immer innerhalb der Straßenverkehrsordnung und vor allem auch immer mit dem vorausschauenden Auge, weil meistens holen uns die Leute von der Straße, die sich so mit uns im Straßenverkehr bewegen. Es ist in der Regel nicht so häufig der Fall, dass wir Fahrfehler machen. Das passiert natürlich auch, aber meistens werden wir von der Straße gepflückt und auch mit diesem Motor. Also ich rechne schon, dass wir hier so 35 PS haben, Minimum, also mit dem Auspuff. Jetzt ist der für etwas zahmere Steuerzeiten angelegt. Der wird auch richtig früh zubeißen. Also da. Die Steuerzeiten habe ich gefunden. Ja, schieß los. 185 zu 131. Vorauslass 26,9. Das ist aber viel Überstromzeit für wenig Auslass. Okay. Müssen wir mal gucken, wie sich das darstellt. Also der Vorauslass ist eigentlich okay für die Nessie. Hätte noch ein bisschen höher sein können. Aber die Überstromzeit mit 131 ist schon sehr hoch. Ja, du füllst sehr viel. Du hast aber eine geringe Auslasszeit, sodass du den Zylinder nicht viel spülst. Ja. Also du hast eine höhere Explosionsenergie auf dem Kolben. Das heißt, der wird untenrum ganz gut marschieren. Obenrum wird ihm aber wahrscheinlich schnell die Luft ausgehen. Okay. Müssen wir mal gucken, wie sich das mit dem Auspuff. Ich hatte diese Kombination Steuerzeiten und Auspuff auch noch nicht. Das wird eine sehr interessante Nummer. Also ich bin sehr gespannt. Thank you.
mit der. Du hast die Bedüsung reingemacht, die ich dir gesagt habe. Ja. Ne? Ja. Also wir sind schon sehr, sehr nah dran. 37,6 PS mit 37,5 Newtonmeter. Und das Schöne bei dieser Nessie ist, du siehst, die Nessie hat eine ganz charakteristische Kurve. Und das ist, entspricht genau dieser typischen Nessie-Kurve. Die kommt so zwischen Rese und Box steigt die hier ein. Also die hat nur ein ganz kleines Loch hier und eine ganz kleine Delle. Steigt dann massiv ein, steht sehr, sehr früh im Saft. Also umdrehungstechnisch reden wir hier über volle Leistung bei 7,2. Also die Porsche Racing Resi hat so ihren Peak so 8 bis 8,5. Der ist halt sehr, sehr früh da. Ne? Ja. So, und das ist das, was einem eigentlich so bei diesem Motorkonzept so ein bisschen Angst machen kann, ist, ja, also wenn du aus dem Standgas rauskommst, ne, also quasi du schaltest in den ersten Gang, fährst los, zweite Gang und gehst dann in den dritten und gehst dann kurz nach dem Standgas ins Gas, also so 2000, 2500 Umdrehungen. Reden wir bei dir über 30 Newtonmeter. Du hast 29,7 Newtonmeter nach dem Standgas. Mhm. Also das ist eine Kombination aus dem langen Hub, dem geringeren Vorauslass, weil du, ne, oben, das ist das, was ich dir sagte, der dreht halt nicht weit, ne? Der macht halt zu und ist vorbei. Wenn du jetzt den Auslass nach oben ziehen würdest, um den Millimeter oder anderthalb und dem 131, 192, 195 geben würde, hätte das Ding spielend 43, 44, 45 PS und okay. Würde dir marschieren 10, 10, halb, 11. Dann würde der hier oben ansteigen, würde bei 8 pieken und dann würde bis 10 ein Plateau kommen und dann würde der mit der Leistung abfassen. Okay, auch mit der Nessie? Mit der Nessie nicht ganz, weil die Nessie eher für eine kürzere Steuerzeit gemacht ist, aber mit der Porsche Racing Resi hättest du, also aus dem Motor kannst du problemlos 43, 45 PS holen, indem du nur den Auslass jetzt noch ein bisschen höher ziehst. Also du darfst ihn nicht höher setzen. Eigentlich ist er für die Nessie vom von den Einlasszeiten mit 131 schon zu hoch. Ja. Du müsstest eigentlich, ich habe gesagt, 3 mm gespacert, du müsstest eigentlich mal gucken, dass du so auf 2 mm runter gehst und dann mal messen, dann müsstest du bei 125, 127 liegen. Da kommst du aber mit dem Auslass auch tiefer. Mhm. So, dann würde der noch mehr Druck unten rum machen. Ne? Das heißt, du würdest hier unten noch zulegen. Eigentlich so von der Entfaltungscharakteristik würde ich sagen, mit dem Motor, mit dem Auspuff, mit dem Vergaser ist das schon perfekt. Also es macht Spaß unten rum, macht dir aber auch Spaß, wenn du mal dran peitscht. Mhm. Ist allerdings, ne, du, guck mal, du kommst bei 7,5 an und dann fällt er ab. Ne? Du hast dieses Plateau nicht. Ja. So. Ist aber bestimmt geil zu fahren. Wir holen jetzt mal den Vergaser runter und gucken uns mal im Detail an, was drin ist, was verbaut ist, was für Nadeln drin sind. Und dann, vom Gefühl her, was ich höre auf dem Prüfstand, wie er fährt, wie er beschleunigt, er hat sofort das Leerlaufgemisch angenommen, er hat sofort das Standgas angenommen. Es ist immer so, der Motor, wenn der irgendwo Schwierigkeiten hat, dass er Fremdluft zieht oder irgendwie nicht feinfühlig einstellbar ist. Ne? Du hast ja gesehen, ich habe die Leerlaufgemischschraube auf 0,5 raus, die war auf 1,5, das ist zu mager. Ja? Ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, ne? Wenn ihr... Mal kurze Vergaserkunde auch für dich vielleicht. Wenn ihr einen Vergaser habt, wo die Leerlaufgemischschraube auf der Luftseite ist, dann begrenzt ihr die Luft. Und wenn die Leerlaufgemischschraube auf der Spritseite ist, also alles das, was nach dem Vergaser kommt, Richtung Ansaugtrakt, dann beeinflusst ihr den Spritanteil mit der Leerlaufgemischschraube. Ne? Also das kann man ganz gut merken. Also was am Luftfilter an Leerlaufschraube ist, beeinflusst die Luftzufuhr. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe jetzt die Luftzufuhr weggenommen über die Leerlaufgemischschraube und ihn damit angefettet. Deswegen muss ich reindrehen, damit er fetter wird. So. Also der hat das wunderbar angenommen, der ist sehr, sehr feinfühlig, der ist auch mit Sicherheit dicht, weil wenn er irgendwo sich Fremdluft ziehen würde, dann würde er diese Veränderung würde ignorieren. Mhm. Der nimmt das Leerlaufgemisch an, der nimmt das Standgas gut an. Wir nehmen den jetzt mal runter und gucken uns hier mal genau an und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Ne? Ja. Also es ist schon, schon Highlight. Ne? Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein PS finden, aber ich glaube, wir sind... Das ist nicht unbedingt. Quatsch. Deswegen haben wir ja auch zu Beginn gesprochen, dass ich dir eine Bedüsung gebe. Und es ist ja nicht der erste Quattrini. Ne? Also ich habe ja in der Kombination schon so viel aufgebaut, dass ich schon Pi mal Auge sagen kann,
eine Düse rauf, runter. Ja. Vielleicht noch eine Nadel mal justieren. Aber dann ist auch gut. Ne? Mhm. Nebendüse werden wir gar nicht anpacken, weil der unten rum super beißt. Mhm. Alles andere brauchen wir nicht anfassen. Ne? Aber ich gucke mal, was drin ist und dann kommen wir gleich, hol ich euch gleich nochmal dazu, wenn ich weiß, was drin ist, und dann sprechen wir nochmal, was wir als nächstes machen. Ja? Okay. So, jetzt haben wir umgebaut. Jetzt haben wir die Nadel geändert und wir haben die Hauptdüse geändert. Die Nadel war ein bisschen zu mager, da bin ich jetzt mal ein bisschen fetter gegangen. Die Hauptdüse war vom Gefühl okay, bin ich auch nochmal eine Nummer kleiner gegangen. Wir gucken mal, wie er jetzt performt. Wenn er jetzt die Leistung wiederholt, also wenn wir die gleiche Leistung wieder haben, dann lasse ich ihn so stehen, dann ist er fertig. Und wenn er jetzt extrem die Leistung verliert, dann müssen wir wieder hoch, weil dann brauchen wir die fette Anreicherung. Also es ist jetzt, ne, probieren, try and error, probieren und sehen, was passiert.
Du hast ein Spritversorgungsproblem. Er hat oben keinen Sprit mehr gekriegt. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass mehr Sprit hier ankommt. Mhm. Ich würde die Versorgung vom Rücklauf in den Tank umbauen in den Bypass. Okay. Ja. Deswegen, der hat oben raus einfach, da war vorbei. Und dann hat er auch eine Fehlzündung gemacht. Dann war Ende. Der wollte gut erste, zweite, dritte. Mhm. Und dann kommt ja die Dauerbelastung. Deswegen mache ich immer erste, zweite, dritte, vierte Gangmesser, ja. Um dauerhaft Belastung reinzukriegen. Um zu sehen, ob er dann auch wirklich dauerhaft performt. Also normalerweise, du siehst hier, hier wollte er dann einfach nicht mehr. Ne? Ja. Normalerweise hätte er hier oben weitergehen müssen. Einen kleinen Puckel haben müssen, bevor der Leistungsaufwand. Du bist im vierten Gang, der hat dann hier hat er gezogen, hier hat er gezogen, hier hat er ne, immer voll am ne, Sprit ziehen. So, und dann war die Kammer, jetzt steht die, ne, der Vergaser auch relativ schräg, ne, das heißt, der Schwimmer fällt ab, es läuft dann nach. Ja, da bist du jetzt an dem Punkt, dass du entweder den Schiefstand vom Vergaser hast, ja, addierend mit einem Zulaufproblem. Das heißt, ich glaube, es kommt nicht genug nach, weil wahrscheinlich viel zu viel vorher abbiegt in den. Hast du eine Reduzierung in dem Rücklauf? Nee, gar nicht. So, was jetzt passiert ist, du pumpst jetzt eigentlich nur im Tank im Kreis. Im Kreis, genau. So, das heißt, in den Rücklauf eine Reduzierung rein. Mhm. Idealerweise nimmst du dafür von der Zündkerze oben, schraubst du diesen Nippel ab. Den Nippel, ja. Den tust du da rein. Okay. Damit machst du. Viele nehmen ja auch von den Bautenzügen diese silbernen Anschlüsse. Kannst du auch machen, genau. Das oder das. Weil da du jetzt den Rücklauf gar nicht minimiert hast. Die Pumpe funktioniert ja mit Membran. Das heißt, je mehr Unterdruck entsteht, desto schneller pumpt die Pumpe. Ja. So, und der spült jetzt quasi am Vergaser vorbei. Okay. Dazu kommt noch, dass er schräg steht. Mhm. Ja, dass der Nachlauf dann auch entsprechend, da läuft zwar rein, aber das, du hast halt, wenn der Vergaser in diesem Level steht, ne, steht der Sprit halt so drin. Mhm. Und wenn dann der Schwimmer absinkt, dann zieht er Luft. Ja, dann steht klar, auf der linken Seite vom Vergaser steht Sprit, aber nicht unter der Düse. Ja, ja. So, da, deswegen gibt es dieses Lutzgummi, damit der Vergaser gerade steht und weiter von der Backe wegkommt. Mhm. Ja, sonst, gut, dann sollte ich wirklich überlegen, die Haube dann einzusägen, weil sonst kriege ich da mit dem Lutz auf keinen Fall hin. Ja. Luft hast du genug, da brauchst du ja gar keine Sorgen machen. Mhm. Du hast jetzt ein großes Thema, dass du einfach bei einer längeren, dauerhaften Belastung, bei einer langen, dauerhaften Belastung, also das heißt, wenn du relativ viel in einer hohen Drehzahl dauerhaft fährst, ja, dann kriegst du das Problem. Okay. Weil dann stimmt der Zulauf mit dem Ablauf nicht mehr überein. Mhm. Dann wird mehr abgenommen, als zugeführt wird. Ja, ja. Und dann kommt durch den Schrägstand kommt das zustande. Ansonsten sind wir leistungstechnisch jetzt die Einzelgangmessung, die funktionieren einwandfrei, weil da ist über die kurze Belastungsphase ist genug Sprit da, ist genug Sprit im Angebot. Wenn wir aber eine lange, dauerhafte Belastung, erste, zweite, dritte, vierte, und wo lange und dauerhaft gezogen wird, dann kriegst du ein Problem. Okay. Und dann magerst du auch ab und dann fährst du dir den auch klump hin. Mhm. Ne? Also ja, das sind die Schritte, die du machst. Bedüsungstechnisch passt der jetzt. Sag mal, wie viel haben wir gehabt? 39 PS, ne? Ja. Komm, wir gucken uns das Diagramm mal an. Heilige Scheiße. Entschuldigung. Import. Ja. So. Das ist die fettere Nadel. Mhm. Ne? Also da bist du im fetteren Bereich und hier sind wir mit der Hauptdüse ein bisschen runtergegangen. Da siehst du auch, dass ich da aus dem Gas gegangen bin. Ja. Ne? Weil ich habe ihn jetzt nicht so extrem lang gezogen. Das ist der dritte Gang. Ne? Dritte Gang im Vergleich. Hast du hier oben, weil wir mit der Hauptdüse etwas magerer gegangen sind, hast du hier oben, ich glaube, das ist ein PS mehr, ne? Das mag das sein. Dann muss ich das Ding haben. Ja, es ist knapp ein PS mehr. Ne? Also du kannst mit der 310er Hauptdüse fahren, die Nadel passt auch, das ist gut. Du musst dich jetzt halt wirklich um dein Spritproblem kümmern, ne? Weil das ist das, was vordringlich ist. Ansonsten. Ja, ich versuche erstmal mit der Reduzierung, ansonsten machen wir den Rücklauf zum Tanker weg. Dann lass es lieber im Kreis drehen, ne? Weil dann steht, das Problem ist, ne, wenn du an dem Y-Stück mit richtig Druck vorbeischießt, dann zweigt halt auch wenig ab, wenn der leichtere Weg in den Tank halt auch offen ist wie ein Scheunentor. Ne? Ja, ja. Dann drückst du es halt nicht, der muss ja den Gegendruck von dem Rücklauf haben, dass er sagt, naja, nach da ist schwieriger, dann biege ich lieber zur Vergaserwanne ab. Ne? Klar, macht Sinn. So, das ist jetzt einfach ein ganz einfaches Flussprinzip. Ne? Ja, ansonsten 39, also in der Spitze hat man 39,3, 38,3, also irgendwo zwischen 39 und 38 PS sind wir hier safe. Mit der Pumpe, das ist eine gute Entscheidung. Die Nessie performt gut. Du hast halt wirklich, wie gesagt, hier hinten relativ schnell den Leistungsabfall, weil du halt keine Auslasszeit hast. Aber gut,
ich glaube, für den Zweck reicht es. Du kannst auch unten rum, ne, ich sag mal, wenn du bei, guck mal, du bist bei 4000 bis 5500 oder 6000, also du hast 2000 Umdrehungen. Ja, mein Gott, ey, das film das mal hier, guck mal. Du bist also bei 4000 Umdrehungen bei 29,6 Newtonmeter und bei 6000 Umdrehungen bist du schon bei 34 Newtonmeter. Also du hast, wenn du das Ding zwischen 4 und 6 rollen lässt, hast du schon zwischen 30 und 37 Newtonmeter. Mhm. Wenn du nur rollen lässt, du brauchst doch nicht mal ans Gas gehen. Wenn du so ein bisschen ans Gas gehst und kommst über die 4000 Umdrehungen, dann hast du schon 30 Newtonmeter. Ja. Also konzeptionell ist das eigentlich nichts, womit man ballern muss. Aber wenn du dann mal von 5,5 bis 7,5 auch nur 2000 Umdrehungen ans Gas gehst, dann hast du halt einen Leistungszuwachs von 21 PS auf 38 PS. Ne? Also du legst innerhalb von 2000 Umdrehungen 17 PS drauf. Dann schon eine Menge. Ja, ja, das Ding dann geht halt auch nur hoch, ne? Ja, das ist halt gerade meine Sorge. Die steigt also echt extrem schnell. Ja, aber gut. Du hast kein Gewicht auf der Vorderachse, ne? Denk über einen Lenkerdämpfer nach, kann ich dir empfehlen an der Stelle. Ansonsten ist das einfach die Höllenmaschine schlechthin. Du bist ja zumindest schon mal mit einer Scheibenbremse besser bedient als mit der ursprünglichen Trommel. Mhm. Das, Wir werden sehen, wie die Krimas performen mit der Zeit. Ja. Gucken, was sich da rausstellt. Ja, ansonsten würde ich den tatsächlich jetzt so lassen. Mhm. Mit der fetteren Nadel hast du im vierten Gang unten raus ein bisschen weniger Leistung, aber du bist fetter im mittleren Bereich und du hältst dich ja auch meistens mit der Schieberstellung in dem Nadelbereich auf. Ja. Ne? Das heißt, Vollgas ist ja Hauptdüse und von 1/4 bis 3/4 spielt ja hauptsächlich die Nadel eine Rolle. Mhm. Und da bist du mit der fetteren Nadel mit einem PS-Verlust in der Mitte, bist du alles da gut, deutlich besser bedient. Ja, ne? Ob du da jetzt 32 oder 31 oder 35 oder 34 PS hat, das merkst du sowieso nicht. Du bist eh die ganze Zeit darauf konzentriert, dich am Lenker festzuhalten, um nicht abzusteigen. Ja. Von daher scheiß drauf. Nein, also ich würde ihn so lassen und das Ding läuft. Ja, Spritproblem super gekümmert, dann ist das Thema erledigt. Ne? Okay, dann würde ich sagen, dann danke ich dir erstmal. Schön, dass du da warst. Ja. Bleib am Leben, bleib bitte am Leben. Ja, fahr vorsichtig. Ich gebe mir Mühe. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns um den nächsten. Super, danke. Ja, bitte.